Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit meinem Freund Daniel. Wir machen die Wie gut kennst du mich Challenge. Ich kenne mich sehr gut. Wir stellen uns gegenseitig Fragen und der Partner muss es richtig beantworten. Ansonsten gibt es einen Teller mit Sahne ins Gesicht. Yeah. Wow. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Okay, fange ich an. Die erste Frage. Oh mein Gott, okay, wait. Was ist meine Lieblingsserie? Deine Lieblingsserie? Ja. Oh. In Brooklyn Nine-Nine? Du hast mehrere Lieblingsserien. Was ein Scheiß. Lieblingsserie. Du hast wirklich mehrere Lieblingsserien. Ich weiß. Brooklyn Nine-Nine gehört nicht dazu. Das ist eine gute Serie. Man kann ja mehr haben. Supernatural. Ah, ja. Mir auch. Sag ich mal so in der Richtung. Was ist mein Lieblingsanime? Ja, habe ich. Ich weiß nicht, also. Ja? Es gibt ja Death Note mit L und so. Ich weiß, ich glaube, das gehört nicht zu deinen Lieblingsanimes. Deswegen. Ja, dazu auch schon, aber es ist jetzt nicht. Nicht der Lieblingsanime. Okay, warte, gib mir noch eine Chance. Film meine ich eigentlich auch jetzt. Okay. Oh, Prinzessin Mononoke. Nein. Weil ich hab die Hälfte daneben gemacht, verdammt. Okay, was denn? Tilo. Ach. Spirited Away. Wann habe ich Milo geholt? In welchem Monat und Jahr? In welchem Monat? Milo war vor Alba, ne? Mhm. Und Alba war letztes Jahr. Mhm. Und Milo war das Jahr davor? In welchem Monat? Ich hab das Jahr richtig. Okay. So, jetzt habe ich nur 12 Antwortmöglichkeiten. Juni. April. Warum habe ich angefangen zu tanzen? Warum? Ich weiß, wann du angefangen hast. Ich weiß, wie du angefangen hast. Warum? Ja, wegen Michael Jackson? Scheiße! Ha! War ich in der A oder B-Klasse? Fünfzig-fünfzig! In der A-Klasse! Die Besten, die B-Klasse! Was ist mein... Welchen Kosenamen höre ich am zweitliebsten? Liebling. Ja. Welchen am liebsten? Baby. Ja. Ja. Was ist mein Lieblingsessen? Mhm. Schweineschnitzel von der Mama mit Kartoffeln. Wie heißt das leckere... Das leckere philippinische Nudel-Gemüsegericht meiner Mom. Und mir so gut schmeckt. Was hast du denn gesagt? Ich weiß. Aber ich gucke es mir nicht mehr. Irgendwas mit G. G. Panzit heißt es. Und erst sagen mit P und dann weißt du nicht. Vor allem, wie viel Schmackes ich die Sahne nach hinten gehauen habe. So richtig. Oh. Ja. Und meine eigenen Sachen folgen. Was wollte ich mal mit 8 Jahren werden? Mit 8 Jahren? Habe ich dir letztes erzählt gehabt. Ja? Ja.
In den 8 Jahren. Ich hab keine Ahnung. Ich wollte Rockstar werden. Ja, hab ich nie gesagt. Doch, doch. Weil ich hab's dir letztens erzählt und hab dann gesagt, dass es voll dumm ist, weil ich ja gar nicht singe. Letztens weiß ich, wann das war. Hab ich bestimmt geschlafen. Ja, soll ich einfach mal die Frage zurückstellen? Aber ich weiß nicht, ob ich sie mal gesagt habe. Vielleicht. Vielleicht ist mit deiner Antwort das. Dann weißt du es vielleicht. Wie kennt Psychologie ja, hier? Ne? Vor die Psychospiele. Was wollte ich als Jugendlicher gerne werden? Ich weiß es nicht. Müllmann Spaß. Was? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht Polizist, vielleicht auch nicht. Wieso Polizist denn? Ich weiß es nicht. Wenn du unbedingt in die Saale kommst, ich gebe dir eine zweite Chance. Thema. Das ist. Ja, Chance vorbei, oder? Was? Ja, Gamer ist ja gar nicht so, das wäre keine Richtung gewesen. E-Sport. Aber. Nee, das. Game-Entwickler! Nee, war das nicht dieses Game-Tester-Ding da, Alter? Ja, in die Richtung geht. Videospielredakteur werden. Welches Instrument wollte ich schon immer mal spielen? Jetzt war der zwei Möglichkeiten: ist Klavier oder Gitarre? Also, ne, eins davon meinen ist richtig. Also welches? Klavier. Ja, oh Mann, ey. Mann, ich bin Hip-Hopa! Alter, ehrlich! Klavier! Wo ist... Ja, du liebst doch Klavier. Ich finde Klaviermusik schön, aber ich wollte immer Gitarre lernen. Das habe ich dir auch erzählt. Mit Lagerfeuer, Singen, Freunde, ja, das Gitarre. Weiß ich auch. Deswegen weiß ich ja Klavier und Gitarre, aber... Oh, hast du die Tücher nicht mehr? Cool. Ja, ich kann dir doch Klavier beibringen, stimmt. Na, Klavier. Gitarre. Mann. Lieblingsmusiker. Musiker? Ich glaube, das finde ich Michael Jackson, ey. Ich habe gar nicht gehabt, du warst das. Was hast du da rumgemurmelt in Michael Jackson? Ich spiele dann runter Michael Jackson. Ich habe das mal als Antwort. Also ich hätte auch Justin Timberlake sein können. Nee, wäre es auch nicht gewesen. Also, nein? Ich finde beide sehr geil. Bruno Mars. Ja. Nein, ich habe mich überlegt, weil Michael Jackson ist ja eigentlich wegen, bewunderst du natürlich meistens auch wegen Tanzen und Justin Timberlake auch. Und dann Jason Derulo hörst du auch viel, aber 24K Magic ist halt dein Lieblingslied. Ja. Und Bruno Mars ist, finde ich, auch richtig hammer Typ. Ja, sehe ich. Vor allem ist er noch, immer noch aktuell. So das ich sah auch wie ein Schneemann. Also das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Denn jeden Sonntag und Donnerstag um 14 Uhr kommt ein neues Video online. Folgt ihm auf Instagram. Er postet nie was, aber egal. Folgt mir auf Instagram. Und es ist unten verlinkt. Es läuft so. Ja. Ja.